Willkommen zurück. Heute schauen wir uns nochmal das Thema Traffic-Film an, Grauschleier und einfach diese hartnäckige Schmutzschicht, die wir hier auf den Fahrzeugen drauf finden. Beim letzten Mal beim Thema Traffic-Film hatten wir auch dieses Fahrzeug hier am Start. Und ihr habt ja gesehen, dass ein pH-neutraler Snowfoam diesen Grauschleier nicht lösen kann. Diese Snowfoams sind einfach dafür gedacht, diese ganzen Blattreste, anhaftende Salzreste einfach aufzulösen, anzuweichen und damit dann das Lösen noch zu beschleunigen, wenn ihr mit dem Hochdruckreiniger drüber geht. Wenn ihr ein richtig massives, verschmutztes Fahrzeug habt, wie das jetzt hier vorhin der Fall war beim letzten Video, dann hat auch so ein pH-neutraler Snowfoam echt zu kämpfen und schafft eigentlich nur, diesen groben Schmutz runterzunehmen, aber dieser hartnäckige Grauschleier, der bleibt drauf. Im Anschluss hatten wir natürlich auch in dem Test nochmal den alkalischen APC hier von Koschemi, den Greenstar, auch nochmal im Snowfoam hinzugegeben und ich hatte auch nochmal eine Mischung vom Greenstar aufgesprüht und wir haben gesehen, zwischen den dreien war überhaupt kein Unterschied zu sehen. Und das liegt einfach daran, dass dieser Grauschleier, auch Traffic Film genannt, eigentlich das hartnäckigste ist, was sich hier am Lack festhaftet. Das klebt richtig an der Oberfläche, das schafft eigentlich nur die mechanische Wäsche mit dem Waschhandschuh. Und ihr habt es natürlich auch, denke ich mal, gewollt, dass so ein Video dazu kommt, denn viele nutzen hier den Shiny Garage, das Pre-Wash Zitrusöl. Das ist ein richtig schöner, starker Reiniger. Vor allen Dingen auch gegen Insektenreste kann man super schön zusammenmischen. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es ist wirklich ein absolut tolles Produkt. Und jetzt müssen wir mal gemeinsam herausfinden, kann hier das Pre-Wash Zitrusöl, kann das hier den Traffic-Film anlösen? Vorsicht an der Stelle, bevor jetzt hier das Intro kommt. Das löst euch aber auch Versiegelung leicht an. Also passt da echt auf, wenn ihr eine Sprühversiegelung habt, Nassversiegelung. Das ist natürlich auch ein echt starker Reiniger. Und deswegen müsst ihr mal abwägen, will ich jetzt meine Versiegelung schützen und wasche lieber vielleicht etwas mehr mit dem Waschhandschuh, sanftes pH-neutrales Shampoo, oder will ich echt alles hier runter haben mit einer Wäsche, dann kann man sich das mal anschauen. Und ob das so gut funktioniert, das finden wir jetzt hier in dem Video heraus. Los geht's. Und hier haben wir mal das Pre-Wash Zitrusöl. Das ist ein sehr starker Allrounder, ein sehr schöner Reiniger. Und ich zeige euch auch gleich, wie man das passend anmischt. Es gibt da verschiedene Konzentrationsmöglichkeiten oder Verdünnungen, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Eine Sache nochmal zu Shiny Garage und den Flaschen. Die haben dieses typische Design hier mit dieser Nummer drauf, mit den zwei Balken. Und das gibt es einmal in diesem rot-blauen Design und einmal hier in diesem schwarzen. Und ich finde das richtig cool eigentlich. Das ist nicht so bunt, macht nicht so auf, guckt mal her, ich bin bunt und habe alles hier total am Glitzern und bin ein super tolles Produkt. Sondern die Produkte hier von Shiny Garage, finde ich persönlich, überzeugen auch durch eine sehr, sehr starke Leistung. Es gibt zahlreiche Marken, die extrem bunte Flaschen haben und wo ich von der Leistung absolut enttäuscht bin und vom Preis her seid ihr auch in ganz anderen Regionen. Deswegen, also mein Tipp, Shiny Garage ist wirklich eine schöne Marke. Ihr könnt ja mal euer Lieblingsprodukt reinschreiben. Monster Wheel Cleaner, es gibt so viele schöne Sachen, die Snow Foams, auch hier, wie gesagt, das Pre-Wash Zitrusöl, da gibt es ganz tolle Sachen. Auch der Bug of Insekten Entferner, kennen wir ja, haben wir in unseren Favoritenvideos gekürt. Gut, so viel dazu. With Passion for Cars, schauen wir uns mal an. Hier auf der Rückseite müsst ihr das hier etwas abziehen und dann seht ihr hier, ist das leider, das ist so ein kleiner Nachteil, wie ich finde, es ist sehr blass gedruckt. Das kommt auch ein bisschen auf die Flasche an. Bei meiner zum Beispiel ist es sehr blass gedruckt, es lässt sich aber noch gut erkennen, also es geht noch, sagen wir mal so. Mit ein bisschen Augenschmalz hier, ja, ich sehe, okay, kann man das schon lesen, das geht schon in Ordnung. Aber denkt dran, nur wenn es draußen auf Polnisch draufsteht, im Inneren findet es auch nochmal auf Deutsch. So, hier finden wir ein paar Informationen. Fortgeschrittenes Produkt für die Vorwäsche und so weiter. Also schon mal ideal für das, was wir jetzt brauchen. Auch seht ihr nochmal hier, Symbol, ganz wichtig. Heißt nicht, dass ihr euch die Hände verätzt, wenn ihr das hier drauf bekommt. Es ist einfach so ein gewisses GHS-Symbol, was aufgrund der Konzentration drauf muss. Heißt aber nicht, dass wenn ihr das mal auf den Finger bekommt, dass euch gleich die Hände wegfaulen. Also macht euch da keinen Riesenkopf, lest euch das in Ruhe durch. Aber ich werde euch gleich noch was zur Anwendung sagen. Hier finden wir nämlich ganz blass drauf gedruckt. Ist wirklich echt schwierig zu erkennen, vor allem in der Kamera. Ich schaue mal, ob ich alle wichtigen Infos für euch hier rauslesen kann. Nicht auf die vorgeheizte Oberfläche auftragen. In dem Fall jetzt hier in den Wintermonaten haben wir das Problem nicht. Dann das Produkt nicht antrocknen lassen, auch ganz wichtig. 100 Milliliter des Produktes in 1 Liter warmes Wasser füllen. Das ist schon mal ein schöner Hinweis. Also 100 ml in 1 Liter Wasser. Das heißt, wir haben insgesamt 1100 Milliliter gemischt zur Verfügung. Das dann sozusagen zusammengeben. Das Produkt könnt ihr dann einmal mit der Schaumlanze auftragen oder auch mit einem normalen Drucksprüher. Ist unerheblich, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Und für 4 bis 5 Minuten einwirken lassen. Da passt auf im Sommer, wenn ihr wirklich ein sehr warmes Fahrzeug habt. 4 bis 5 Minuten kann schon tendenziell ein bisschen zu lang sein. Es kann dann antrocknen. Also passt einfach auf. Deswegen haben sie es auch mal mit hingeschrieben.
dann unter Hochdruck absprühen. Und es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, und zwar könnt ihr auch nur 50 ml nutzen. Wir machen das mal so, wir machen mal eine 50 auf 1 Liter und einmal eine 100 auf 1 Liter und schauen uns mal an, wie gut diese beiden Mischungen hier vorreinigen. 100 ml auf 1 Liter finde ich relativ viel, aber wir werden mal schauen, vielleicht ist es auch nötig, vielleicht schafft auch das Pre-Wash Citrus Öl das überhaupt nicht hier anzulösen, den Traffic Film. Finden wir jetzt raus. Ich habe zwei Flaschen vorbereitet, damit das auch richtig schön auch nachvollziehbar ist. Hier mit 500 ml und auf der anderen Seite haben wir auch etwas mehr, vielleicht ein paar Milliliter mehr als 500. Ist aber okay so, passt. Ich will mir jetzt hier nicht zweimal ein Liter zusammen mischen, so viel brauche ich dann am Ende gar nicht. Deswegen halbiere ich jetzt erstmal alles. Das heißt, hier machen wir jetzt die starke Mischung rein. Ich habe extra zwei verschiedene Sprühköpfe. Das liegt aber nur hier an der Form. Das ist das kräftige Orange. Hier machen wir die starke Mischung rein. Ein Liter und 100 ml vom Pre-Wash Zitrusöl. Halbiert 500 ml Wasser, 50 ml vom Shiny Garage. So, und ich habe hier einen 25er Messzylinder. Das heißt, wir brauchen insgesamt zweimal hier die Menge. 25 zum ersten Mal. Wenn ihr jetzt hier zwei Tropfen zurücklasst, ist das auch nicht so schlimm. Wichtig ist halt, wir haben am Ende trotzdem zwei schöne Mischungen und eine doppelt so stark wie die andere. Das ist jetzt unsere Mischung sozusagen 50 auf 500 und hochgerechnet 100 auf 1000. Das ist sozusagen die starke Mischung, die auch auf der Flasche draufsteht. So, hier machen wir jetzt den Orangensprühkopf drauf. Das ist sozusagen die starke Mischung. Ich will jetzt nichts draufschreiben, aber wir sehen es ja hier an der Farbe. So, drehen wir hier rüber. So, hier auch wieder 500 ml. Und jetzt machen wir aber nur 25 ml hier rein. Wir haben ja auch nochmal auf der Flasche angegeben gehabt, 50 auf 1000 ml. Wenn wir das halbieren, 25 auf 1000. Sorry, 25 auf 500 natürlich. Fülle ich auch komplett ein. So, und damit haben wir hier die theoretisch halb so starke Mischung. Mal gucken, wie es aussieht. So, und jetzt gehen wir mal ins Fahrzeug. Ich fange auf der Seite hier mit der starken Mischung an und wir erinnern uns nochmal zurück. Ich habe hier dann nochmal mit dem Waschhandschuh lang gewaschen. Deswegen diese Fläche hier können wir nicht als Testfläche nutzen. Wir können aber schön den Rest einfach miteinander vergleichen. Das heißt, ich fange jetzt einfach an, lasse aber den mittleren Bereich ein bisschen frei. Seht auch hier, das wird dann so eine leicht seifige Mischung. Richtig so einsprühen, dass es auch leicht nach unten läuft. Das muss nicht nach unten tropfen und alles auf den Boden laufen. Auch die Seiten sprühe ich ein bisschen ein, auch hier an der Seite. So, dass ein richtig schöner deckender Teppich entsteht. Ich bin auch so und so kein Fan, das als Schaum aufzusprühen, weil so ist es einfach viel besser. Ihr habt eine schöne deckende Oberfläche, habt keinen hohen Verbrauch. Und in den K2 Mixerflaschen seht ihr auch hier, ihr habt einen ultraschönen Spray. Also das funktioniert sehr, sehr cool. Selber auch auf der anderen Seite. Auch hier, also vom Aussehen her, auch hier, das schäumt schön auf. Aber hier, ihr seht, etwas wässriger ist ja auch nur die halb so starke Mischung hier. Und wir machen das dann wieder mit diesen kleinen Pads. Und dann schauen wir, wie gut kann jetzt hier das Pre-Washed Zitrusöl das alles anlösen. Also die Flaschen gehen sehr, sehr gut hier damit. Das gebe ich euch gleich als Tipp mit. Funktioniert super. Beides eine sehr schön deckende Fläche. Wir warten bei beiden Seiten jetzt 4 Minuten ab, weil es wird jetzt hier nichts eintrocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann bin ich wieder zurück und wir machen das echt so genau wie möglich. Ich habe hier ganz viele Wattepads mit und einmal hier einen Tisch hingestellt. Und ich nehme mal ein paar Pads raus. Und ich glaube, hier auf der Mitte sollte eigentlich relativ viel Schmutz drauf sein. Ich wische jetzt hier einmal über die Scheibe, weil die ist da sehr unempfindlich. Deswegen mal hier oben lang. Und dann sehen wir schön, ist auch gut Schmutz drauf. Ich lege das mal mit hier oben hin auf den Tisch. Können wir uns dann in Ruhe mit anschauen. Und jetzt strahle ich erstmal alles hier komplett ab. 4 Minuten sind ja vorbei. Konnte lange genug einwirken und dann geht's los. Thank you.
Gut, ich denke mal, das hat ganz gut funktioniert. Auch sehr schön gleichmäßig. Auch den Abstand habe ich immer gleich gewählt, damit wir wirklich auch ein schönes Ergebnis bekommen und auch ein gut vergleichbares. So, hier wische ich jetzt nicht nochmal drüber, da habe ich beim letzten Mal mit dem Handschuh gewaschen. Wir machen es folgendermaßen. Ich gehe jetzt mal hier unterm Scheinwerfer, hier einmal lang, genau hier, wo dieser kleine Knick ist. Einmal auf der Seite. So, und bedenkt, beim letzten Mal haben wir ja schon ein bisschen was vorgereinigt. Dann das gleiche auf der anderen Seite. Gehen wir hier lang. Dann gehen wir einmal hier lang, genau unterm Kennzeichen, starte ich bis zur Kante hier, die vom Scheinwerfer ausgeht. Auch hier. Sorry, es dauert jetzt natürlich auch ein bisschen hier, weil ich versuche alles so gleich wie möglich zu machen. Dann haben wir jetzt eine ganz spannende Stelle hier an der Seite, genau wo das helle Licht hier, der Rückfahrscheinwerfer aufhört. Da gehe ich jetzt auch noch mal hier lang und zwar genau wo die kleine Sicke ist. Einfach hier oben bis zur Kante hin und da sieht es echt gut aus. Sieht auch gut aus. So, wir nehmen noch eine vierte Vergleichsfläche und zwar nehmen wir hier 1, 2, 1, 2 und als letztes machen wir eine richtig starke Stelle und zwar hier unten am Schweller. So. So, dann haben wir schon unsere Ergebnisse. Und eins ist ganz klar zu sehen. Also, auch das Shiny Garage Pre-Washed Citrusöl schafft es nicht, in beiden Konzentrationen den Traffic-Film komplett anzulösen. Was man auch schön sehen kann, ist, dass beide Mischungen an allen Stellen auf beiden Seiten immer ein sehr ähnliches Ergebnis aufweisen. Hier am Schweller unten, weiter oben. Hier war an den Seiten, da war es relativ frei, das war echt gut. Aber hier oben sehen wir auch nochmal schön, es ist kein mega Unterschied. Das heißt, selbst diese sehr, sehr starke Mischung ist nicht in der Lage, diesen heftigen Grauschleier anzulösen. Und deswegen der Hinweis, es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Vorreiniger für Insekten, für starke Blattreste, die haften und so weiter. Also dafür ist es super einsetzbar. Aber auch das Zitrusöl schafft es nicht, diesen angebackenen Grauschleier zu entfernen. Ihr braucht einfach dann wieder den Waschhandschuh und damit geht es ja wieder super einfach, weil einfach die mechanische Wäsche mit dazu kommt, die mechanische Beanspruchung durch den Waschhandschuh. Aber nur dieser normale Vorreinigungsprozess, seht ihr hier, schafft es nicht, das mit anzulösen und auch sehr konstant, wie man hier sehen kann. Also auch das Zitrusöl ist keine Wunderwaffe, was das angeht. Und ich denke mal, es war deutlich zu sehen, dass auch hier das Pre-Wash Citrusöl nicht diese extreme Kraft besitzt, um diesen Film hier anzulösen. Das ist wirklich hartnäckigster, feiner, anhaftender Staub, der so massiv auf dem Lack klebt, dass so ein Produkt hier einfach keine Chance hat. Jetzt kommt aber das große Aber. Wenn ihr hier einen richtig schönen Lackschutz drauf habt, eine Sprühversiegelung, auch ein Wachs oder so, dann haftet auch dieser Traffic-Film deutlich schwächer. Wir reden jetzt hier von einem unversiegelten Fahrzeug, ne? Ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr hier einen Synthetic Spray Wax drauf habt, einen Paste Wax, eine Keramikversiegelung, eine Polymerversiegelung, ein Polymer Net Shield oder das Fusecoat F7, dann hält dieser Traffic-Film natürlich nicht so stark und massiv. Das heißt, ihr könnt auch hier diese Vorreiniger nutzen. Jetzt haben wir aber wieder den Nachteil, wenn wir hier so eine kleine Versiegelung drauf haben, dass das Produkt hier, das schon ziemlich angreifen wird. Deswegen müsst ihr einfach für euch entscheiden, ob ihr solche Produkte einfach nutzt oder nicht. Ich würde bei einer normalen Versiegelung einfach mit pH-neutralen Shampoo, mit einem pH-neutralen Snowfoam vorwaschen, das alles anlösen und den restlichen Grauschleier, der ja keine Kratzer erzeugt. Also dieser Schmutz ist so fein, das ist ein ganz feiner, dunkler Staub. Der beschädigt euch hier nicht die Lackoberfläche. Was euch die Lackoberfläche beschädigt, ist das, was ihr entfernt mit dem Snowfoam und den Abstrahlen. Diese ganzen festen Schmutzpartikel wie kleine Steinchen und alles, was so vom Dreck einfach mitgeschleppt wird. Schmutz ist ja nicht definiert, das kann ja alles sein. Und da zählen auch kleine Steinchen dazu. Und wenn das auf dem Lack draufklebt, in irgendwelchen Blätterresten, und dann wascht ihr drüber, dann zieht ihr euch Kratzer in den Lack oder deutlich mehr Kratzer. Aber wenn ihr nur diesen kleinen Grauschleier drauf habt, dann ist das völlig in Ordnung, wenn ihr dann mit dem Waschhandschuh sanft drüber geht. Deswegen nutzt vernünftiges Waschwerkzeug. Ja, ich hätte mir vielleicht auch ein etwas stärkeres Ergebnis gewünscht und bedenkt natürlich, der Traffic-Film war jetzt nicht mehr so heftig drauf wie beim letzten Video, wo natürlich deutlich dunkler die Pads waren. Ich denke mal, ihr könnt euch zurückerinnern. Also wundert euch nicht, dass zum Beispiel auch an den Seiten hier vielleicht auch mal eine Stelle war, wo nicht mehr so viel Traffic-Film drauf war. Aber wir haben schön gesehen, dass immer noch deutlich an manchen Stellen das auch vergleichbar war zwischen beiden Mischungen. Also auch hier leider das Pre-Washed Citrusöl nicht 100% dafür geeignet, rückstandslos Traffic-Film zu entfernen.
Aber sehr gut gegen Insekten, gegen anhaftende Blattreste. Und wenn ihr einfach euch da eine sanfte Mischung macht, könnt ihr das auch super als Vorreiniger nutzen. Da braucht ihr nicht mal hier 50 ml auf 1 Liter. Es reicht manchmal auch 20 oder so. Dann habt ihr auch einen schönen Insektenentferner. Probiert es gerne mal aus. Trotzdem, echt tolles Produkt. Schaut es euch direkt mal an. Ist eine schöne Alternative zu normalen APCs. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Euer Sebastian wünscht euch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Da freue ich mich auch sehr. Und bei Instagram gibt es auch immer ganz tolle neue Bilder und Informationen. Haut rein. Und wenn ihr noch mehr von diesen Reinigern sehen wollt, vielleicht auch mit einem Test oder ihr habt noch einen ganz speziellen, dann schreibt es mal unten rein. Aber bitte keine 20 Liter Industriekanister, wenn es geht. Die kann ich mir auf jeden Fall nicht nach Hause holen. Aber vielleicht kennt ihr noch ein Produkt, was das zuverlässig auch anlösen kann, so ein Traffic-Film. Aber habt immer im Hinterkopf, wenn es so ein Produkt das schafft, und ich kenne Produkte, die es schaffen, die reißen euch alles an Versiegelung runter. Und das ist halt immer der große Nachteil. Also wir müssen irgendwie die Waage finden und einen Kompromiss eingehen. Und da muss jeder von euch selber entscheiden, welche Richtung er da bevorzugt. Ich bleibe, glaube ich, bei der pH-neutralen Vorwäsche und mit einem pH-neutralen Shampoo und genieße meinen Lackschutz. Und den Traffic-Film, den nehme ich vorsichtig mit dem Waschhandschuh runter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.